Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Berlin. Es ist Herbst und draußen ist es stürmisch. Und ab morgen zittert die Deutsche Bahn vor einem neuen Sturm, der sich Klaus nennt. Und dieser stellt morgen mit der GDL, Gewerkschaft der Lokführer, seine stürmischen Vorboten als Wolken vor die strahlende Sonne. Denn morgen, den 5.10.2023, stellt die GDL ihre Kernforderungen in der neuen Tarifrunde mit der Deutschen Bahn auf. Und die letzten Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, dass mit Klaus Wieselski, CDU, nicht gut Kirschen essen ist und auch faule Kompromisse, ähnlich der EVG, im Sommer 2023 nicht zu machen sind. Noch gilt bis 30.10.2023 Friedenspflicht. Doch nicht nur die Deutsche Bahn ist am Zittern, auch Fahrgäste, die auf die Deutsche Bahn angewiesen sind, schauen nun gespannt und ängstlich auf die neue Tarifrunde. Und da viele EVG-Mitglieder in diesem Jahr wahrscheinlich zur GDL abgewandert sein werden, wegen des faulen Deals, der im Sommer 2023 von EVG und DB im Tarifkampf geschlossen wurden, könnte es diesmal richtig eklig im Tarifkampf zwischen GDL und der Deutschen Bahn werden. Und es droht ein Eisenbahntotalausfall. Fahrgästen wird jetzt geraten, sich nach alternativen Fahrmöglichkeiten zur Arbeit, zum Einkaufen sowie Reisen zu Verwandten und Urlaubsreisen umzusehen, um Ende Oktober bzw. Anfang November nicht dumm aus der Wäsche zu schauen bzw. sich Bahnärger wegen nicht fahrender Züge zu ersparen. Genannt werden unter anderem Straßenbahn, U-Bahn, Taxis oder Miettaxis, wie zum Beispiel Moja in Hamburg, Mietwagen zum Beispiel von Europcar oder Flixbus umzusehen. Rechtzeitig buchen lohnt sich, denn auch bei vielen Alternativen sind natürlich Sitzplätze oder Mietwagen natürlich nicht in rauen Mengen verfügbar.